Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft und wir legen direkt los mit dem, was ich so geplant habe. Das Glas behalten wir mal im Inventar, auch wenn ich nicht genau weiß, warum, weil eigentlich brauchen wir das nicht. Das kann man eigentlich auch wegwerfen. Wir wollten Betten machen. Ganz viele Betten. Wo ist denn unsere schöne Schere? Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Betten. 7, 8. 8 Betten, eieiei. Ich glaube, da muss ich auf Expedition gehen und mal ein bisschen Wolle farmen, oder? Hallo Schafe, wo seid ihr denn? Ich glaube, da hinten habe ich doch bei den Schweinen ein paar Schafe noch gehört. Das mag doch... Ja, da... Was ist denn? Warum sind hier so viele Löcher? Oh, da sind ganz viele Schafe. Oh ja. Und sehe ich da vorne ein weißes Pferd, oder? Ja, das ist ein weißes Pferd. Schade. Ich dachte schon, noch mehr Schafe. Aber... Die haben ja hier so viel zu essen, dass es doch relativ schnell gehen mag. Die sehen so, oh Gott, die sehen so abgemagert aus, wenn man denen die Wolle genommen hat. Aber es ist Sommer, sonst schwitzen die sich zu Tode. Ach, wisst ihr noch, was das für Zeiten waren, als wir hier oben, ich glaube, wir sind hier oben irgendwo gespawnt. Und hier war unsere erste Workbench. Und von hier haben wir das alles da unten. Man sieht nicht ganz so viel von hier oben, weil ich den schönen Wald hier gepflanzt habe. Aber das gab's alles so nicht mehr. Ach, schön. Wie viel Wolle brauchen wir dann? Für ein Bett braucht man 3 Wolleblocks. Wir haben 8. Wir können 2 Betten machen. Die Schafe sind nicht so ergiebig, habe ich das Gefühl. Friss was. Friss. Komm, bitte. Friss. Was da vorne ist. Da sind Schafe. Gehen wir doch zu denen. Wenn uns unsere keine Wolle mehr geben wollen, dann gehen wir doch zu unseren Schafen. Dann gehen wir doch zu den anderen Schafen. So. Oings. Sind wir in diese Richtung eigentlich jemals weitergelaufen? Ich glaube fast nicht. Das könnten wir ja mal nochmal in Angriff nehmen irgendwann. Ein graues Schaf. Nehmen wir mal die Wolle mit. Haben wir zwar noch nie gehabt, aber da oben sind auch noch Schafe. Jawohl! Wir sind über den Berg drüber zu dem Dorf, aber nie weiter in diese Richtung. Also in die Richtung. Okay, jetzt haben wir die Schafe abgeerntet. Sind sie präpariert für den Sommer. Es wird ja wirklich Sommer. Es ist jetzt teilweise schon richtig heiß hier. Dabei ist gerade mal Ostern vorbei. Gut, das kann man im Sommer auch sagen. Im Hochsommer, ja, ist doch gerade erst mal Ostern vorbei. Weil es stimmt ja, Ostern ist ja erst vorbei. Das war das letzte große Fest. Aber gut, wenn diese Folge hochkommt, ist schon Mai, oder? Ich nehme ja immer so ein bisschen im Voraus auf. Zumindest versuche ich das. So, jetzt holen wir uns hier nochmal unsere leckere Wolle ab. Oh ja. So ergiebig sind die nämlich nicht, unsere Schafe hier. Ja, kann man die auch. Das wäre lustig, wenn man die auch schälen könnte. Aber das wäre irgendwie auch brutal. Betten. Eieiei, 6 Stück. 6 Betten, ja. Wir können sowieso nur eins machen aktuell. Mit einem Das geht... Wie, das geht nicht? Ich dachte, das geht, dass man unterschiedliche Wolle nutzt. Oh. Ja, gut.
Ein Bett können wir noch machen. Ich wusste nicht, dass wir noch 3 Wolleblöcke haben. Und jetzt mit so vielen Betten im Inventar gehen wir erstmal schlafen. Oh, guten Morgen. Sollen wir erstmal das kleine Häuschen hier ausstatten? Komm. Hier und da. Und dann hier noch eine Fackel. Und hier noch 2 Fackeln. Schön. Und die restlichen Betten, die stellen wir in das große Häuschen. Da kommen dann noch mehr dazu, keine Sorge. Lieben die sich? Kommt da gleich ein... Die haben sich auch gerade geliebt. Wenn ich jetzt noch kleine Mini-Villager mache, oh, das wäre da richtig toll. Und hier noch ein drittes Bett. Also diese Eingangshalle, die ist halt schon richtig groß. Da könnte man wirklich noch eine Treppe reinbauen. Aber ich weiß gar nicht, ob Villager eine Wendeltreppe benutzen können. Bitte, komm. Aus großer Spannung erstmal meine Karotte essen. Naja. Die haben sich nur was erzählt. Schade. Oh cool, der hat da eine Axt drin stecken. Oh, der bietet ja richtig viel Zeug an. Ich habe jetzt endlich ein richtiges Dorf. Ich bin echt zufrieden damit. Schön. Mit Hunden, mit Kühen, mit Schweinen, mit allem, was das Herz begehrt. Und auch einer Katze. Und der pflanzt ja, der pflanzt alles voll mit Weizen. Wieso? Und da oben hängt immer noch einer. Ach ja. Komm her, Herbert. Ich stumm dich hier mal runter. Oh nein, er hat Schaden bekommen. Und trotzdem freut er sich? Nö, scheinbar nicht. Was war das für ein Geräusch? Du bist doch Fischer, oder? Ja. Und du? Kartenmacher. Geht er wirklich an die Kiste? Geh nochmal ran. Komm. Was macht ihr denn? Also die Geräuschkulisse ist ja echt... Ich war noch nie in sowas. In so einem Dorf. Jetzt fehlen noch die Dächer. Aber da habe ich ehrlich gesagt gar keine Lust drauf. Vor allem habe ich auch gar kein Holz mehr. Dafür müsste ich Holz sammeln. Ach komm. Dann gibt es halt keine Dächer. Ja, dann gibt es halt keine Dächer. Tut mir leid. Oder was könnte man tun? Man könnte versuchen, das mit Zähl weiter wachsen zu lassen. Wobei ich mir so langsam nicht mehr sicher bin, ob das überhaupt so funktioniert. Schön, dass ich so Skelettpferde habe. Irgendwie fehlt mir noch was hier in meinem Dörfchen. Zum Beispiel kleine Villager. Der Skelettkopf braucht auch irgendwann mal ein Dach. Der ist ja wirklich nicht so hübsch. Und noch mehr Villager, das fehlt mir auch. Ja. Habt ihr denn noch Ideen, Projekte, die ich durchführen könnte, außer die Reise da hinten hin? Irgendwas Cooles. Die Musik nimmt mir gerade allen Speed raus. Das ist echt überraschend. Ich denke mir so, ach,
sich jetzt einfach hinsetzen, einen leckeren, Smoothie trinken und einfach entspannen. Zwei weiße Wollblöcke. Na toll. Dann warten wir mal. Die weiße Katze, die ist auch so hübsch. Ich fühle mich gerade einfach nur wohl. In meinem kleinen Reich. Schön. Hier. So, letztes Bett noch. Und dann müssen wir unbedingt anfangen, weiter Sachen zu sammeln, also sprich ganz, ja, Bücher bräuchten wir auch, aber ich glaube, es gibt keine Bücher, Bibliotheken oder wie auch immer mehr. Wie der immer sammelt. Ach ja. Es gibt keine Bibliotheken mehr in Villager-Dörfern. Also müsste ich rein theoretisch, es gibt unterirdisch Bibliotheken, meines Wissens. So. Holz sammeln. Aber dafür könnte ich auch in die Pampa gehen. Müsste ich nicht meinen eigenen Wald hier abholzen. Wobei, der eigene Wald ist ja eigentlich ganz schön, weil dann ist man ja direkt vor Ort. Ach, jetzt ist auch die Musik vorbei. Schade, ich wollte mich gerade runter in meinen Aquariumraum begeben. Und einfach dem Treiben zuschauen. Aber scheinbar möchte das Spiel nicht, dass ich das jetzt tue. So, haben wir das. Und das. Die Slaps, die brauche ich eigentlich wirklich nicht. Hier unten muss noch irgendwas geschehen. Irgendwas Schönes. Das ist einfach nur so ein großer leerer Raum. Ist ja nicht so hübsch. Ich könnte ein paar Treppen hinstellen als Sitzgelegenheiten. Aber ob es das wirklich rausreißt, ich weiß ja nicht. Das mache ich jetzt aber nochmal. Um so ein bisschen Atmosphäre da reinzubekommen. Ah, so eine Eckbank wäre halt schön. Ja. Eine Eckbank gibt's aber nicht, oder? Ich glaube nicht. Naja, haben wir jetzt hier. Können wir ein bisschen Kino machen und so. Ja, das lassen wir so. Hier ist ein bisschen dunkel. Ist besser? Ja, ein bisschen besser. Können wir dann noch unsere Sachen hier verzaubern? Zwei Farmer. Hallöchen. Aber wir können euch eigentlich nichts anbieten, oder? Man könnte Emeralds und Emeralds. Hm. Sollen wir das mal vielleicht in Angriff nehmen? Aua, aua, au, au. Hat er das auch geerntet? Oder hatte ich da einfach nur nichts hingepflanzt. Aber sehr effizient arbeiten die ja auch nicht. Habe ich das Gefühl.
Mal guck mal hier, das ganze Beet ist aberntbar. Ich glaube, die sind so wie Sammler und Jäger. Also, beziehungsweise, was heißt Sammler und Jäger? Oh, ist Nacht. Kann man denn mit denen traden, auch mitten in der Nacht? Oder sind sie dann teurer? Ach komm, wir gehen auch kurz schlafen. Der hat mir mein ganzes Beet hier kaputt gemacht. Ich verstehe das nicht. Wie kann man denn so böse sein? So. Guten Morgen, Kleine. Farmer. Die haben wirklich in ihrem Häuschen geschlafen. Zumindest einer davon. Wo auch immer der andere war, hat er ihn einfach alleine gelassen. 2 Emeralds. Dankeschön. Und von 2 Emeralds kann ich mir 12 Brote holen. Oh. Mit 40 hätte ich mir... Stimmt. Ich hätte mir nicht so viel Brote machen können. Von 40 Weizen, oder? Bin ich gerade nur etwas verwirrt. Ich glaube, so viel hätte ich mir nicht machen können. Na, dann war das jetzt aber doch eine sehr entspannte Folge. Wo wir noch ein paar Sachen zu Ende gemacht haben. Die Dächer muss ich unbedingt angehen, wenn ich wieder Holz habe. Aber um Holz zu bekommen, würde ich gerne auf meine kleine Expeditionsreise gehen. Da kann man ja auch das Pferd mitnehmen. Ist ja nicht allzu weit. Beziehungsweise nicht allzu viel Wasser dazwischen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Also haut rein, habt noch einen schönen Abend. Bis denne. Cheerio.